In diesem Video möchte ich euch erklären, was Variablen sind und wie wir sie nutzen können im Programm. Wir finden Variablen in dem Bereich Rot, Datenoperation. Dort sehen wir die beiden linken Blöcke hier, haben so Koffersymbole. Und das ist einmal die Variable und daneben haben wir die Konstante. Wie der Name schon sagt, ist eine Variable ein veränderlicher Wert und eine Konstante ist ein unveränderlicher Wert. Da eine Konstante viel weniger Möglichkeiten besitzt, werden wir sie erstmal nicht benutzen. In Spezialfällen ist sie aber auch sinnvoll. Wir arbeiten zunächst mit der Variable. Eine Variable ist ein Speicherplatz und an diesem Speicherplatz können wir einen Wert ablegen. Das heißt, wir bekommen jetzt die Möglichkeit, uns etwas zu merken, während das Programm läuft. Also der Roboter hat so eine Art Gedächtnis, wenn man das so ein bisschen übertrieben sagen möchte. Also er kann sich auf jeden Fall Informationen merken und kann sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder abrufen. Das ist mit dieser Koffermetapher gemeint. Also wir benutzen die Metapher eines Koffers und zwar können wir einen Koffer öffnen. Wir können dort einen Wert ablegen und können den Koffer wieder zumachen und irgendwann, während das Programm läuft, können wir den Koffer wieder aufmachen und gucken, welchen Wert wir dort abgelegt haben. Jetzt muss man dazu sagen, dass ein solcher Koffer nur einen einzigen Wert aufnehmen kann. Zumindest zu ein und derselben Zeit. Das ist ganz wichtig. Also wir können nicht mehrere Werte dort ablegen, sondern immer nur exakt einen. So, wenn wir jetzt einen Variablenblock haben, dann gibt es hier zwei prinzipielle Möglichkeiten, nämlich lesen und schreiben. Wir können erstmal in diesen Speicherplatz können wir einen Wert ablegen. Wir schreiben also rein, wir öffnen den Koffer und legen da eine Information rein oder wir öffnen den Koffer und holen einen Wert raus. Das wäre der lesende Zugriff. So, und jetzt gibt es hier mehrere Möglichkeiten, was man für Variablen nehmen kann. Und zwar werden wir jetzt erstmal nur uns auf die drei Möglichkeiten Text, numerischer Wert und logischer Wert beschränken. Fangen wir mal mit einem numerischen Wert an. Also, wir können für eine Variable festlegen, welchen Datentyp sie besitzt. Das bedeutet, wir geben direkt schon mal die Informationen mit, welche Werte werden denn dort später abgelegt. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen eine numerische Variable haben, dann haben wir später nur die Möglichkeit, Zahlwerte dort abzulegen. Wir können da keinen Text reinlegen und wir können auch keinen Wahrheitswert dort ablegen, sondern es muss dann ein Zahlwert sein. So, jetzt habe ich eingestellt, wir wollen einen numerischen Wert schreiben. Und jetzt muss ich hier oben reinklicken und einen Variablennamen festlegen. So, hätte ich vorher schon Variablen hinzugefügt, würden mir jetzt die Variablennamen angezeigt. Ich füge jetzt eine neue Variable hinzu, denn wir haben bisher noch keine und ich möchte eine Variable für die Geschwindigkeit haben, denn ich möchte jetzt die Geschwindigkeit mir merken. Und deswegen nenne ich die Variable Speed. So, jetzt kann ich hier einstellen, welchen Wert ich denn dort hineinschreibe. Und da habe ich jetzt eingestellt, das ist der Wert 0. Somit wird, sobald das Programm gestartet wird, dieser Variablenblock erreicht. Das bedeutet, es wird ein Speicherplatz reserviert. Es wird dort ein Koffer erstellt, wenn man so möchte. Und der Koffer ist natürlich beschriftet mit einem Namen, damit ich, falls ich mehrere Variablen habe, die auch wiederfinde. Und in dem Koffer mit der Aufschrift Speed legen wir den Wert 0 ab. So, und jetzt möchte ich, dass jedes Mal, wenn der Tastsensor gedrückt wird, dass sich der Wert um 10 erhöht. Das heißt, ich möchte später, wenn das Programm läuft, die Geschwindigkeit von dem Roboter manuell erhöhen können. Somit brauchen wir jetzt eine weitere Schleife. Man könnte das auch mit einer machen. Wir machen das jetzt mal so. Und jetzt sagen wir, okay, wir warten zunächst darauf, dass der Berührungssensor gedrückt wird. Sobald der Sensor gedrückt wird, soll jetzt der Wert in der Variablen erhöht werden. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Variablenblock und wir müssen jetzt einstellen, dass wir zunächst erstmal lesen wollen, was denn eigentlich in dieser Variable steht. So. Das heißt, wir stellen das ein. Hier oben müssen wir einstellen, welche Variable. Wir haben nur eine, deswegen ist die automatisch auch richtig ausgewählt.
So, und jetzt bekommen wir hier auch eine Datenleitung angezeigt, die wir abgreifen können. Und jetzt leite ich das einfach zu einem Matheblock. Und wenn ich jetzt sagen möchte, bei einem Tastendruck soll der Wert der Variablen Speed erhöht werden um 10, dann leite ich die Datenleitung hier hin zum Matheblock. Also wird der Eingang A wird addiert mit dem Wert 10. Das tippe ich einfach manuell ein. Und jetzt haben wir hier ein Ergebnis. Und jetzt könnte ich das natürlich zum Motorenblock leiten. Das würde dann auch funktionieren. Allerdings wurde jetzt hier nur eine Addition ausgeführt. Das heißt, bis zum jetzigen Zeitpunkt hat sich der Wert in dem Koffer noch nicht verändert. Wir haben ihn hier einmal ausgelesen in diesem Block und in dem Matheblock wurde er verändert. Aber wir haben hier den reinen Zahlwert verändert und haben aber jetzt nicht den Wert im Koffer verändert. Wenn wir jetzt das Ergebnis, was der Matheblock hier für uns berechnet hat, wenn wir das jetzt uns dauerhaft in der Variable merken möchten, dann brauchen wir erneut einen Variablenblock und müssen sagen, dass der Wert Speed überschrieben wird. Somit wird der Wert, der vorher in dem Koffer war, zerstört und er wird überschrieben mit einem neuen Wert. Wir erinnern uns, in einer Variable kann ja immer nur exakt ein Wert abgelegt sein. So. Und wenn zu Beginn der Wert 0 enthalten war, wird er jetzt spätestens oder genau zu diesem Zeitpunkt wird der alte Wert jetzt überschrieben. Das heißt, er ist dann tatsächlich dauerhaft vergessen worden. Es gibt keine Möglichkeit, danach noch darauf zuzugreifen, so nach dem Motto, sag mir mal bitte, was der vorletzte Wert war oder sowas. Das gibt es nicht. Sobald ein neuer Wert reingeschrieben wurde, wurde vergessen, was vorher jemals da drin lag. So, wenn das erhöht wurde um 10, dann wird jetzt ein neuer Schleifendurchlauf gemacht und jetzt wird erneut gewartet. So, wichtig ist, wenn man so eine Konstellation hat, einer solchen Schleife, dass man jetzt auch noch einen Warteblock einbaut, denn das Programm läuft ja sehr, sehr oft pro Sekunde durch diese Schleife und wenn ich diesen Warteblock hier nicht hätte, dann würde ich einmal ganz kurz für eine halbe Sekunde den Tastsensor berühren und das Programm würde in der Zeit aber extrem häufig durch diese Schleife laufen und auf einmal stelle ich fest, die Geschwindigkeit des Roboters ist mit einem Mal von 0 auf 100 gesprungen, obwohl ich das gar nicht wollte. Also werden wir einfach sagen, okay, nachdem die Taste gedrückt wurde, warte bitte manuell eine Sekunde und erst dann gibt es einen neuen Schleifendurchlauf. So, jetzt habe ich das Programm schon mal so weit, dass ich in einer Variable, also in so einem Koffer, einen Wert liegen habe und jedes Mal, wenn ich den Tastsensor drücke, dann verändert er sich auch. So, das ist jetzt aber erstmal nur ein Wert, der an irgendeiner Stelle im Speicher liegt. Damit passiert jetzt ja erstmal aktuell noch nichts. Das müssen wir jetzt noch ändern. Wir haben hier unten eine weitere Schleife und jetzt können wir in dieser Schleife zum Beispiel sagen, nimm doch diesen Wert, das heißt, wir brauchen einen Variablenblock und stellen ihn auf Lesen. Nimm bitte diesen Zahlwert, der da drin liegt und leite den zu einem Motorblock. Und der Motorblock ist eingestellt auf dauerhaft an. Und diese Schleife hier unten würde jetzt im Prinzip nur dafür sorgen, dass sehr oft pro Sekunde der aktuelle Wert der Variable ausgelesen wird und zum Motor geleitet wird. Man könnte jetzt hier hinter auch noch irgendwie einen Warteblock setzen von meinetwegen Warte 0,5 Sekunden. Das würde auch nicht großartig das Verhalten verändern. Das würde man kaum registrieren. Aber so funktioniert es auch. Man hätte auch den Motorblock problemlos hier oben mit in diese Schleife nehmen können. Das wäre auch ein und dasselbe Verhalten. Denn man kann auch, wenn wir das jetzt zum Beispiel so machen würden, kann man auch dieses Ergebnis zweimal abgreifen. Das ist gar kein Problem. Wir nehmen eine Datenleitung und ziehen sie zum Variablenblock und sage, bitte speichere das, was du im Matheblock berechnet hast, neu in der Variable ab. Und gleichzeitig das Ergebnis nimmst du auch bitte und leitest das zum Motorenblock und steuerst den neu an. Dann können wir uns den Teil hier unten sparen. Die Variante vorher hätte aber genauso gut funktioniert. Okay, wenn wir uns das Ganze jetzt einmal anschauen, was passiert damit jetzt, wenn wir das Ganze ausführen? Wir starten das Programm
wir sehen beim Rad, dass das Programm sich erstmal noch nicht bewegt. Wir sehen im Programmablauf, der Tastsensor ist schraffiert. Das heißt, er wartet dort auf dieses Ereignis. Tastsensor 1 wird jetzt gedrückt. Und jetzt fängt der Roboter an, sich mit Leistung 10 nach vorne zu drehen. Er hat eine Sekunde gewartet am Ende und jetzt wartet er erneut. So, jetzt wird er langsam schneller. Leistung ist auf 20 gestellt. 30 und wir sehen, er fängt immer schneller an zu rotieren. Ich breche das Ganze einmal ab. Also wir haben jetzt gesehen, wir haben eine Variable und haben dort einen Speicher. Im Prinzip haben dem Roboter ein Gedächtnis gegeben. Diesen Speicherplatz können wir ansprechen mit einem Namen, den müssen wir eintragen. Und in diesem Koffer können wir immer nur exakt einen Wert ablegen und wir müssen auch für den Koffer definieren, ob da jetzt Zahlwerte reinkommen oder Wahrheitswerte oder meinetwegen Text. Das müssen wir vorher angeben. Und dann können wir zu jeder Zeit darauf zugreifen, wir können diesen Wert lesen, wir können ihn neu schreiben und wir können natürlich auch beliebig damit hantieren, ihn also zu einem Matheblock leiten und ihn neu verarbeiten oder andere Dinge damit anstellen. Also, kurz gesagt, der Roboter hat ein Gedächtnis bekommen und Variablen sind im Prinzip sein Gedächtnis. Das ist so die erste einfachste Variante, wie man das machen kann. In einer Variable kann immer nur exakt ein Wert liegen und das ist im Prinzip der erste Schritt, um ja, auf den Speicher zuzugreifen und sich Werte zu merken. Wir können natürlich beliebig viele Variablen anlegen, wenn wir jetzt noch weitere brauchen sollten.